Herzlich willkommen zu unserem heutigen Event in unserer Reihe Verantwortung und Führung in Krisenzeiten. Die Reihe haben wir 2021 ins Leben gerufen, um Verantwortung und Führung in verschiedensten Gesellschaftsbereichen zu beleuchten. Und heute haben wir uns vorgenommen, ein bisschen tiefer in die Musik, in den Musiksektor, die Musikindustrie zu schauen. Unter dem Titel Verantwortung und Führung in Krisenzeiten, der Ton macht die Musik. Und ich glaube, dass in den letzten Tagen und Wochen mit dem schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine uns deutlich, nochmal deutlich geworden ist, in welchen Krisenzeiten wir uns befinden und auch nochmal deutlich geworden ist, welche große Rolle die Musik in diesen Zeiten spielt. Und Ihnen, euch, uns sind sicherlich die eindrucksvollen Bilder vor Augen des Kiewer Sinfonieorchesters, das inmitten der Krise gespielt hat, oder die Violinistin, die im Schutzkeller, im Bombenkeller für die Schutzbedürftigen Geige gespielt hat. Musik kann trösten, Musik kann unterstützen, Musik ist politisches Statement, Musik ist schön. Musik kann reiben, Musik kann zum Diskutieren anregen, mit Musik kann man führen und man hat viel Führung in der Musik. Und all das wollen wir heute mit einem ganz exzellenten Panel diskutieren, mit Panelisten, bei denen ich mir keine besseren Experten zu dem Thema vorstellen könnte. Und alle haben etwas mit Musik, entweder direkt oder indirekt zu tun, waren selber mal Musiker, bringen Erfahrung mit und auch im Leadership. Und ich freue mich, Friedrich Kuhn begrüßen zu dürfen. Sie haben jetzt wahrscheinlich, ihr habt alle die Kachelansicht an, deswegen Friedrich, wink einmal, damit man dich sofort sieht, wo du bist. Und das ist vielleicht auch das gute Stichwort, dass ich nochmal daran erinnere. Wir machen unsere Veranstaltung ja immer im Webinar, sodass man alle sieht, die dabei sind. Und bitte, bitte macht eure Kamera an, machen Sie Ihre Kamera an, damit wir uns auch alle gegenseitig sehen. Aber wenn Sie das zu verwirrend finden mit diesen ganzen vielen Kacheln, dann kann man das auch umschalten. Rechts oben im Zoom-Fenster ist ein kleines Zeichen mit so kleinen Quadraten nebeneinander. Und da kann man auf Speaker-Sicht umschalten oder eben auf alle sehen, je nachdem, wie Sie das wollen. Friedrich ist ein guter Freund vom Espen-Institut, war lange im Kuratorium, hat uns geholfen, unser Leadership-Reihe und Seminar aufzusetzen. Und Friedrich Kuhn ist Global Head Transformational Leadership bei Egon Zehntner. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ohne dich wäre dieses Event oder ist dieses Event, wäre das nicht zustande gekommen. Also vielen Dank für die Unterstützung. Friedrich, du hast den Aufbau des Transformational Leadership-Ansatzes von Egon Zehntner initiiert. Und du leitest heute ein globales Expertenteam, das branchenübergreifend ganz oben berät, nämlich die CEOs, Managementteams und ganze Unternehmen bei umfangreichen Transformationsprozessen unterstützt. Ganz herzlichen Dank, Friedrich, dass du heute mit dabei bist. Danke, gerne. Ich freue mich auch ganz besonders, Anna-Sophie Brüning zu begrüßen. Anna, wenn du auch einmal winkst, damit dich alle sehen. Anna-Sophie ist freischaffende Dirigentin. Sie studierte Geige, Klavier und Dirigieren in Hannover, Berlin, Freiburg und Chicago. Du hast deine Karriere oder deine Laufbahn begann als Konzertmeisterin des Philharmonischen Orchesters Lübeck und später wechselst du in die oder später wechselst du eben auf das Dirigentenpult. Und gibst da den Ton an oder den Takt an für die Musik. Und zurzeit arbeitest du unter anderem mit dem Stegreiforchester in Berlin, der Neuköllner Oper Berlin und dem Stuttgarter Kammerorchester intensiv zusammen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir auch die Stimme
der Politik heute mit dabei haben. Irmgard Maria Fellner ist Beauftragte für Auswärtige Kulturpolitik beim Auswärtigen Amt. Irmgard, auch du einmal winken, bitte, damit man dich sieht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du hast Stationen in der ganzen Welt gehabt, schon in Bonn, London, Sao Paulo und Washington. Du bist eine echte Transatlantikerin auch. Du hast lange Zeit das Büro des deutsch-amerikanischen Koordinators Carsten Vogt geleitet, auch ein enger Espen-Freund, Mitglied unseres Kuratoriums. Und seit 2018 bist du Beauftragte der Auswärtigen Kulturpolitik und stellvertretende Leiterin der Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt. Und du bist auch für die Kultur im Kultur und Kommunikation im aktuellen Krisenstab zuständig. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Und last but not least, herzlich willkommen auch an Carsten Siebert. Carsten, du bist Kanzler und Geschäftsführer der Barenboim Said Akademie. Du arbeitest seit 2009 für und im und ganz eng mit der Akademie zusammen. Zunächst als Direktor und eben jetzt als Kanzler und Geschäftsführer. Zwischen 2004 und 2008 warst du der Executive Director der von Künstler und Regisseur Robert Wilson gegründeten Bird Hoffman Watermill Foundation in New York. Und du bist Philosoph und Kulturwissenschaftler und unterrichtest an vielen verschiedenen Universitäten in Europa. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und euch alle vier verbinden viele enge Kontakte miteinander und Netzwerke. Wenn ich das richtig verstanden habe, Friedrich und Carsten, ihr habt beide zeitweise gemeinsam Philosophie studiert. Irmgard und Carsten, ihr macht viele Projekte zusammen. Und Anna-Sophie und Carsten, ihr macht auch viele Projekte zusammen. Also ein eingespieltes Team, würde ich mal sagen. Um uns einzustimmen, und das machen wir ja immer in unserem Format, in dieser Reihe, wollen wir etwas Außergewöhnliches machen. Und zwar, wir wollen mit einem Musikstück beginnen. Und zwar aufgezeichnet aus dem Pierre-Boulez-Saal mit vier Studierenden der Barenboim-Said-Akademie. Und wir hören, also jetzt als Einstimmung, dann auch auf unsere Diskussion, den vierten Satz aus Fanny Hensels Quartett in S-Dur. Und ein Palästinenser, ein Israeli, eine Israelin und eine Aserbaidschanerin spielen uns jetzt eine deutsch-jüdische eine Komposition im Pierre-Boulez-Saal vor. Und wir sind alle ganz gespannt. Und ich hoffe, dass es technisch funktionieren wird. Thank you.
Ich finde, da möchte man eigentlich erst einmal klatschen und sich bedanken. Genau. Wir haben das noch nie probiert, was passieren würde, wenn alle ihren Ton anschalten und alle klatschen würden. Und man möchte es am liebsten noch ein bisschen auf sich wirken lassen, dieses wunderbare Stück von Fanny Hensel. Warum wir dieses Stück ausgewählt haben und spielen durften, wird uns vielleicht Carsten nachher auch noch mal erklären und was das Besondere auch an diesem Stück ist. Ich würde unsere Diskussion aber gerne mit einer anderen Frage einleiten, und zwar eine Frage an alle unsere vier Panelisten gleichermaßen. Die letzten 2 Jahre waren ja nun wirklich von vielen großen Krisen gekennzeichnet. Die größte natürlich die Covid-Corona-Krise und jetzt der russische Krieg gegen die Ukraine. In diesen 2 Jahren aus eurer Sicht, wo seid ihr am meisten Führung und Musik miteinander verwoben und wo hat es euch oder wo seht ihr, dass es geholfen hat, auch mit der Situation, mit der Krise umzugehen? Und ich würde gerne mit Friedrich beginnen. Danke, danke, Stormy. Und Carsten, bitte gib unseren Dank an das Quartett weiter. Das war ein ganz besonderer Moment. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielleicht um da ein Schlaglicht drauf zu werfen, ich glaube, die Corona-Krise und jetzt der Krieg in der Ukraine, die lösen zwei ganz, ganz unterschiedliche Aspekte aus. Die Corona-Krise war in meinen Augen eines der größten soziale Experimente in Human Connection. So was Führung traditionell an Distanz erzeugt, war interessanterweise durch die größere Distanz, aber durch das Virtuelle ganz deutlich aufgehoben. Also da sieht man plötzlich, dass jeder, egal wo er in der Hierarchie steht, plötzlich ein Kind hat, das reinkommt und fragt, wie die Mathehausaufgaben gehen, wo die Katze durchs Bild läuft und dergleichen. Aber auch auf der menschlichen Ebene, um mit der Krise umzugehen, war das ein Moment von einer ganz starken Verbindung mit der eigenen Emotionalität. Und genau da spielt Musik als Sprache der Emotionen. Wenn es irgendeine Sprache gibt, die direkt uns verbindet in Gefühle hinein, ist es die Musik. Und insofern haben auch viele Unternehmen das eingesetzt, über Online-Konzerte, Musikstücke und so weiter und Dimensionen, die wir als Transformationsinstrument schon lange auch propagieren, nämlich in dem gemeinsamen Zuhören, sich auf einer emotionalen Ebene zu synchronisieren und die eigenen Emotionen in Führung bewusst mit reinzubringen, eine Sprachfähigkeit dafür zu entwickeln. Da hat Corona, glaube ich, viel, viel vorangebracht. Und wir hätten alle die Corona-Krise, glaube ich, nicht überstanden ohne Musik im Privaten wie im Gemeinsamen. Und wir werden da sicher noch weiter drauf eingehen. Der Krieg in der Ukraine hat eine ganz andere Dimension, nämlich diejenigen, da war Musik vom ersten Tag an politisch. Und das geht zurück bis natürlich Beethoven und Napoleon und die ganzen bekannten Geschichten. Aber der politische Akt, die Nationalhymne zu spielen, die Politisierung auch aller Musiker, die man plötzlich dazu zwingt, auch politische Stellung zu beziehen. Das Zurückgehen auf Gergiev, der die Leningrader Symphonie völlig misplaced hatte damals, um die Besetzung der Krim zu feiern. Also Musik kann in dem Zusammenhang gar nicht unpolitisch sein. Und das ist ein ganz anderer Aspekt, der uns auch weiter beschäftigen wird. Und damit natürlich ein Führungsinstrument per se, eine Stellungnahme, wer immer Musik einsetzt in diesem Kontext. Also diese zwei Aspekte haben glaube ich, nochmal sehr stark an Qualität gewonnen. Ganz herzlichen Dank. Und beide greifen wir nochmal in der Diskussion auf, wenn es dann nochmal ein bisschen tiefer geht in die Themen. Irmgard, für dich Führungsmomente in der Musik in den zwei Krisenjahren. Ja, also vielleicht erwartet ihr jetzt von mir was anderes, aber ich glaube, was mich total fasziniert hat, war die Demokratisierung, die in der Krise auch über die Musik gelungen ist. Also Musik ist nicht mehr nur eine Elite-Veranstaltung in dem klassischen Segment, sondern wurde auch massiv geteilt. Künstler, die einen ganz großen Namen haben, ich brauche jetzt keine einzelnen zu nennen, haben kostenlos im Netz gestreamt, haben das geteilt für alle. Aber auch Menschen, die vielleicht jetzt kein künstlerisches Niveau haben, aber einfach denen es wichtig war, eine Solidaritätsgeste zu machen, haben sich getraut, für alle zu spielen und eine Unterstützung auf ihre Art zu geben. Also das ist etwas, was auch so ein bisschen eine verbindende Ebene geschaffen hat. Und letztlich war das dann Führung durch die Gruppe, also wie Crowdfunding, also quasi das, die Finanzierung auf breite Beine stellt, hat das eben in der Krise dann auch die Gruppe geschafft, dass man selber erkennt, was tut mir gut und extrapoliert, das tut dann vielleicht auch anderen gut und das eben anderen auch zugänglich macht. Und besonders stark waren auch diese Gesten der Solidarität über Musik und auch, sei es auch nur Akustik, also das auf Topfdöckel trommeln in Neapel jeden Abend rituell um eine gewisse Uhrzeit, das sich dann im Grunde über den ganzen Globus verteilt hat als Unterstützung für das Klinikpersonal und die Pflegenden zu Hause. Das sind eben auch Gesten, die eine wahnsinnige Leadership in der Masse, in der Breite zeigen. Also ein sich verantwortlich fühlen. Und da kommen wir eben dann auf den Begriff, was ist politisch?
Polis ist die Stadtgemeinde, da kommt es etymologisch her, also im Grunde wir alle, also auch so ein politischer werden und ein politischere Geste reinbringen. Das fand ich ganz bemerkenswert. Es gilt für beide Krisen, sowohl Ukraine als auch Covid. Danke. Ganz herzlichen Dank auch an dich, Irmgard, für die Auftaktworte. Anna-Sophie. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Mühe, diese Begriffe Führung und Musik mit den letzten 2 Jahren in Zusammenhang zu bringen. Und ja, so trotz Hilfsfonds für Künstler und einem Musikleben, was irgendwie so mit Ach und Krach am Leben erhalten wurde, habe ich doch das Gefühl, wir haben eigentlich alle gemerkt, wie systemirrelevant die Musik ist. Also ich habe das unter anderem daran gemerkt, dass ich wirklich die allerletzte war, die mein Kind wieder in die Kinderbetreuung bringen konnte. Ne? Also Woche für Woche, Monat für Monat habe ich gefragt, was machen Sie Musik? Nee, also ich war wirklich die allerletzte. Ne? Und das sind auch, also ich habe, für mich liegt schon vieles am Boden, muss ich ehrlich sagen. Und in Bezug auf Führung hatte ich ein Erlebnis, das ich teilen könnte. Und zwar bin ich relativ am Anfang der Corona-Krise mal eingesprungen bei einem sehr guten Orchester. Da war der Dirigent, dann hatte auch Corona oder irgendwas, konnte nicht fahren. Und dann bin ich eingesprungen. Und das war noch so am Anfang, da hat man ja die Orchester dann plötzlich so auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, also da waren hinten bei den Bläsern waren immer so Plexiglasscheiben. Und dann hat man nicht, wir haben ja immer diese Pultehen in den Orchestern. Also 2 teilen sich ein Pult. Und das war eben alles nicht mehr. Also alle Musiker saßen im Prinzip vereinzelt, ganz für sich. Die Trompeten so weit weg, dass man die fast gar nicht mehr gesehen hat. Und für mich war das ein unheimliches Erlebnis. Also das war ein ganz anderes Gefühl. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich stehe jetzt hier so einem Orchesterkollektiv gegenüber, in dem sich der Einzelne auch mal verstecken kann oder so, sondern das waren 45 oder 50, ich weiß nicht, wie viele es waren, einzelne Musiker, die bemüht waren, durch diese widrigen Umstände sich zu connecten zu den anderen. Und da hatte ich das Gefühl, wow, die waren viel wacher und die Ohren waren eben überall. Und das war irgendwie ein eindrückliches Erlebnis für mich, was ich jetzt mit dieser Krise verbinde, dass ich dachte, das ruft uns irgendwie auf zu einer anderen Art von Bewusstheit. Also da war so eine andere Wachheit im Saal, die hat mir eigentlich gefallen. Dachte ich, so ein Sitzexperiment hätte man früher auch schon mal machen können. Weil, und ja, das macht einem bewusst, dass die Führung hat immer zu tun mit der Bewusstheit der zu Führenden und mit der Verantwortung, die die Einzelnen da übernehmen. Und ich bin froh, dass du das Feld viel weiter jetzt gleich auch aufgemacht hast. Denn in der Tat ist ja die Musik und die Kultur und die Kulturschaffenden diejenigen gewesen, die von der Krise auch wirklich besonders hart ja auch getroffen waren. Ne? Und darüber wollen wir auch sprechen, wie denn, auch du bist ja eine Person mit Führungsverantwortung für teilweise auch deine Musiker, die ja dann auch nicht mehr so zusammenkommen konnten während der Krise. Und was das auch für dich und die Verantwortung, die damit verbunden gewesen ist, darüber würden wir auch gerne noch mit dir sprechen. Und ich kann mich erinnern, in der Vorbesprechung hattest du auch gesagt, Kunst, also Kultur und menschliche Gesundheit sind auch eng miteinander verbunden. Vielleicht kannst du dazu auch gleich noch was sagen. Soll ich das gleich jetzt machen? Ja. Na, ich habe ja so einen Traum, dass die Musik eigentlich so eine kleine Abteilung im Gesundheitsministerium werden müsste. Ne? Weil ich eben das Gefühl habe, es gibt eine Dimension von Musik, die an deren Oberfläche wir gerade erst mal so ein bisschen kratzen. Und die hat ganz stark zu tun mit Gesundheit. Aber können wir dann vielleicht später noch mal ein bisschen... Das greifen wir auf jeden Fall noch mal auf. Und Carsten, für dich, Momente, die Musik und Führung in den letzten 2 Jahren besonders eng verbunden gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, dass Musik in irgendeiner Weise jetzt eine ganz spezielle Führungsrolle übernommen hätte. Das ist nicht mein Eindruck. Wir haben halt, glaube ich, alle versucht, mit Corona-Bedingungen irgendwie umzugehen, in einer mehr oder weniger sinnvollen Weise. Vielleicht die einfachste Brücke, die mir einfällt, greift ein bisschen das auf, was Anna so im Vortrag sagte. Wir sind ja als sowohl als Hochschulen, Musikhochschulen wie als Konzertsäle, Organisationen, die Menschen in einem Raum zusammenbringen und dort gemeinsam musizieren lassen oder
die dazu bringen, gemeinsam zu musizieren und dann ein Publikum dazu zu bringen. Das ging auf einmal alles nicht mehr und es gab die ganzen verschiedenen Dinge. Es gab die Distanz zwischen den Musikern und Publikum innerhalb der Orchester. Es gab natürlich dann auch, als zwischendurch gar nichts ging, die unglaublich vielen Online-Angebote, die dann viele gemacht haben, von wir streamen jetzt einfach das, was wir sonst machen, bis zu vielleicht ein bisschen sophistizierteren Ansätzen, was man denn sonst in dem Medium machen kann. Das steht für mich alles in einem Zusammenhang zwischen so zentralisierter Führung auch, die natürlich gerade im Musikbereich relativ weit verbreitet ist, auch historisch natürlich das Modell ist. Ne? Das ist alles lokalisiert, da kommt man zusammen notwendigerweise. Das passiert in einem Raum etc. etc. Und dem ganzen dezentralen Modell, das wir die letzten 2 Jahre gelebt haben in weiten Teilen. Und nur dazu vielleicht eine Beobachtung. Interessant ist schon zu sehen, wie gut Dinge auch dezentral funktionieren können. Ja, und das geht mir ganz häufig so. Man kann natürlich kein Orchester irgendwie virtuell dirigieren. Das kann man machen, aber das ist ein Gimmick. Ne? Also halt irgendwie die Zoom-Orchester oder Zoom-Chöre, das ist musikalisch nicht besonders interessant, weil da gibt es einfach zu viele technische Themen, die nicht funktionieren. Und es fehlt halt tatsächlich auch dieses Gemeinschaftliche, das bei Musik, glaube ich, ganz wichtig ist. Aber ganz viele andere der Dinge, die man gemacht hat, die lassen sich vollständig übertragen auf alle möglichen anderen Bereiche. Zum Beispiel, als wir auf einmal alle im Homeoffice saßen und uns miteinander verbinden mussten. Das war eine ganz ähnliche Situation wie die, in der die Musiker waren, die auf einmal nicht mehr wirklich physisch zusammenkommen konnten. Das funktioniert erstaunlich gut. Und es ist ganz interessant, was das mit Hierarchien macht, weil es die in der Regel sehr, sehr stark verflacht, weil man halt auf einmal direkt Kontakt zu anderen macht, weil man nicht in einer Sitzung sitzt, wo halt irgendwie die Machtdispositive irgendwie schon eingebaut sind, sondern weil das Ganze viel netzwerkähnlicher funktioniert. Das hat bei uns und bei vielen anderen auch, vielen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, und Kolleginnen, hat das sehr gut funktioniert. Das hätten wir sicherlich nicht getan, weil prinzipiell gerade die Musikbranche, sagen wir, doch relativ nicht autokratisch notwendigerweise, aber doch sehr autoritätsfixiert funktioniert, auch in der Führung her. Und ich glaube, da hat sich ein bisschen was aufgebrochen. Das ist hier wieder auch ein Generationenwandel, der da gerade stattfindet. Aber die Pandemie sicherlich sehr beschleunigt. Bei der Ukraine ist das ein bisschen anders, also bei politischen Themen. Das ist ein eklatant politisches Thema. Da kann die Musik selbst erstmal relativ wenig dazu sagen. Nur jeder Kontext, in dem ich musiziere, wird auf einmal ein politischer. Und wir hatten zum Beispiel 3 Tage nach Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine das Studio von New Music Moskau im Saal, im Pierre-Boulez-Saal hier. Das sind dann auf einmal so Konzerte, wo man sagt, das können wir jetzt gar nicht mehr machen, ohne das irgendwie einzuordnen, ohne dem etwas voranzustellen. Und das muss man natürlich mit den Musikern auch koordinieren, weil die müssen mal wieder zurück nach Moskau. Man möchte jetzt ja auch nicht da Leute in Probleme bringen, weil sie auf ein Tässchen Tee zum FSB eingeladen werden. Das sind so auf einmal ganz, ganz praktische Probleme. Das ist weniger intrinsisch musikalisch, aber Musik wie alle anderen Kulturbereiche auch, wird natürlich überhöht. Das wird sehr, sehr viel wichtiger, wenn die Stakes an anderer Stelle so hoch sind. Ganz, ganz herzlichen Dank. Magst du uns vielleicht dann auch noch etwas zu dem Stück sagen, das wir gerade gehört haben? Unbedingt, unbedingt. Was ich ja eigentlich gesagt hätte, wenn wir jetzt nicht durch die Ukraine-Krise thematisch ein bisschen uns verlagert hätten, ist, dass ich ja glaube, dass Führung in allen Bereichen, aber ganz sicherlich auch in der Musik, häufiger mehr im Zeigen denn im Dekretieren sinnvoll funktioniert. Natürlich haben wir auch was gezeigt mit dem Stück, also mit dem einzigen Streichquartett von Fanny Hensel, geschrieben 1834, da war sie 28, 29 um den Dreh. Das haben wir gespielt, weil interessanterweise diese großartige Musik, die so eng einen Bezug aufbaut, gerade zum späten Beethoven, man hört das ja, das nimmt die späten Beethoven-Streichquartette auf, 132 etc., dass das Stück zu Lebzeiten nie gedruckt wurde, nicht gespielt wurde, vermutlich ja, aber nie publiziert wurde und überhaupt erst seit den 1980er Jahren als Noten greifbar ist und seitdem auch natürlich gespielt wird, zeigt halt was anderes, was natürlich
ein riesiges Führungsproblem ist. Diversität ist in der Musikindustrie ein richtiges Thema. Da kann Anna vermutlich noch viel mehr dazu erzählen, als ich das könnte. Aber klar, es gibt wunderbare Dirigentinnen, jetzt auch immer mehr. Oksana Lilienfeld, es gibt ganz viele, auch ukrainisch übrigens, jetzt gerade im Moment. Aber traditionell ist das nicht das Rollenbild. Ne? Das sind alles irgendwie Mädels. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und das ganz Gleiche gilt für die Programme. In Programmen wird natürlich in der Regel das Repertoire gespielt und das Repertoire ist in der Regel von weißen Männern geschrieben. Das ist jetzt kein Werturteil. Das liegt einfach daran, dass die historischen Umstände so waren, wie sie waren. Dass großartige Komponistinnen wie Fanny Hensel gar nicht die Chance hatten, ihre Werke öffentlich aufgeführt zu sehen, weil das einfach nicht vorgesehen war. Und da kann man jetzt viel machen. Sollte man auch, ich sage gar nicht, dass das irgendwie ausschließlich ist, natürlich sollte man darauf hinweisen, dass das so ist und versuchen, das aufzuarbeiten, aber man kann es auch ehrlich gesagt einfach tun. Und deswegen ist es uns gerade auch an der Hochschule extrem wichtig, dass wir zum Beispiel Werke von Komponistinnen spielen, sehr viel stärker, als wir das sonst tun würden. Natürlich ist das immer auch eine künstlerische Entscheidung. Wir machen da jetzt irgendwie keine Genderquote draus oder so. Aber wir versuchen schon zu gucken, was gibt es denn an interessanten Stücken? Denn da gibt es sehr viel. Und das kann man mehr spielen. Und das ist ein bisschen, deswegen war es, glaube ich, ein schönes Stück hier anzufangen. Und natürlich gerade jetzt in dieser Zeit, die Palästinenser und die Israelis haben auch immer mal wieder Probleme miteinander, sowohl als Völker wie auch individuell, wie wir alle. Sie sind aber gleichzeitig natürlich extrem eng verbunden, auch historisch, immer schon. Ja? Das ist mit der Ukraine und Russland nicht zu fürchten, nicht anders. Und das Schöne ist, dass man sich zusammen auf eine Bühne setzen kann und spielen kann, auch wenn man möglicherweise Meinungsunterschiede dabei hat, wenn man sich dann hinterher unterhält. Das ist eigentlich das, was Daniel Barenboim und Edward Seid seinerzeit mit dem West Eastern Divan gegründet haben, was wir ja weiterführen. Das ist uns sehr wichtig. Auch da, die Message ist, man zeigt es halt, ja, da spielt halt eine Israelin und Yamin Saidi als Palästinenser. Das ist sozusagen das Symbol. Und manchmal finde ich, es bringt eben mehr, das zu tun, als drüber zu reden. Jetzt habe ich natürlich ganz viel drüber gesprochen, das war jetzt. Ja, aber das war ja auch nochmal wichtig und ich hatte dich auch darum gebeten, weil es ja nicht von ungefähr kam, dass wir jetzt gerade dieses Stück auch gehört haben und es auch nicht von ungefähr kam, dass wir mit einem Musikstück angefangen haben, wie wir auch in unserer letzten Veranstaltung mit Kunst angefangen haben und mit einem Video und Kunst. Das machen wir ja absichtlich, weil man durch Zeigen tatsächlich manchmal mehr erfahren und erlernen kann als durchs Reden. Aber wir werden jetzt trotzdem weiterreden. Und ein bisschen noch mehr in den Ukraine- oder Konflikt-Kriegssituation reinschauen, Musik, was Musik leisten kann. Und ich würde gerne dich fragen, Anna-Sophie, wir haben jetzt mehrmals auch gehört von den anderen, von den Kolleginnen und Kollegen, dass Musik Statement sein kann, Solidaritätsbekundung und das ja jetzt auch schon gewesen ist. Kann Musik auch konfliktlösende Funktionen haben, also in solchen großen Konflikten, oder ist es tatsächlich eher Statement und mehr nicht? Also das ist ja klar, dass Musik eine starke Historie hat als Repräsentation, als muss ich gar nicht aufzählen, ein herrlicher Opernabend, eine tolle Unterhaltung, ein Kulturstandortfaktor und Werbung und tausend Bereiche, ne? Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann fragst du ja sozusagen nach einer Dimension jenseits von Symbolpolitik. Und da frage ich mich schon, also machen wir sozusagen ernst mit den Möglichkeiten, die Musik uns bietet? Ich möchte mal eine kleine Geschichte in Erinnerung rufen, die wir, glaube ich, alle schon mal gehört haben. Es gibt im Alten Testament so einen Bericht über den König Saul, den immer wieder der böse Geist überfiel, so heißt es da. Und der wollte dann mit einem Spieß den David an die Wand spießen. Und dann heißt es, und Rembrandt hat ein herrliches Bild darüber gemalt, das muss man sich mal angucken, nahm seine Leier und spielte und die bösen Geister verließen Saul und er wurde wieder ruhig. Und wenn wir jetzt, das ist natürlich jetzt so die Sprache des Alten Testaments, ne, aber wenn wir uns fragen, gibt es diese Dimension, die bösen Geister, wie auch immer sie sind, zu vertreiben, ne? Also halten wir das für möglich, reell?
Und ich habe immer wieder, also ich kann das nur so aus meinen eigenen Erfahrungen bestätigen. Ich habe sehr viele Projekte zum Beispiel in Jugendgefängnissen auch gemacht, all die Jahre. Und habe eigentlich diese Geschichte 100-fach bestätigt bekommen, dass die bösen Geister vertrieben werden durch Musik. Ne? Dann gibt es natürlich, und warum läuft am Hamburger Hauptbahnhof Klassik? Ich weiß es nicht, aber da gibt es so viele Möglichkeiten. Ne? Dann hörte ich neulich von einem tollen Streichquartett, die spielten in einem Frauenhaus. Und da war eine junge Frau, die wurde vergewaltigt und hatte ein 6 Monate altes Baby und war aber nicht in der Lage, das in den Arm zu nehmen, weil das so traumatisch alles war. Ne? Und dann nach diesem Konzert war es ihr das erste Mal möglich, dieses Kind in den Arm zu nehmen. Und jetzt können wir natürlich das so als sentimentale Geschichte nehmen, aber wir können auch fragen, was ist denn das für eine Dimension? Und jetzt auch von diesen kleinen Geschichten im so mal abgesehen, also haben wir im... Aber wollten Sie was sagen, Frau Fellner? Nee, ich mache mal weiter. Also ich wollte noch eine andere Dimension dazufügen, weil dass das im Kleinen so funktioniert, ja, das ist uns, glaube ich, deutlich, dass man zum Beispiel auch sowas wie einen Sterbeprozess oder einen Geburt, weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten, eigentlich die Musik wirklich umfassend einzusetzen. Aber ich frage mich zum Beispiel, also ich hatte vor ein paar Jahren, bin ich ein paar Mal eingesprungen bei einem dieser Bundespolizeiorchester. Und ich frage mich immer, ich hatte immer damals diese Idee, warum, wenn jetzt irgendein G7-Protest oder keine Ahnung, irgendwas Großes, wo man Randale erwartet, warum schickt die Bundespolizei nicht einmal eines dieser hervorragenden Orchester dahin? Und ja, hat je jemand den Beweis erbracht, dass Schlagstöcke besser funktionieren als Klarinetten? Ne? Also so wie so eine paradoxe Intervention. Und ich glaube... Das ist eben schon was anderes, ob wir sagen, also wir präsentieren die jetzt auf so einem schicken Sommerfestival, so nice to have, oder wir gehen wirklich dahin, wo es weh tut. Und ich habe das damals auch irgendwann mal angesprochen, das war natürlich absolut völlig unmöglich, sowas überhaupt nur zu denken. Ne? Aber ich frage mich, ob eigentlich diese Krise uns dazu aufruft, eine Ebene tiefer zu gehen und wirklich ernst zu machen mit den Möglichkeiten, die die Musik bietet und wirklich zu experimentieren, weil das im Kleinen funktioniert, funktioniert das ja unter Umständen auch im etwas Größeren. Und eben, ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, es gibt eine Dimension, die wir noch gar nicht richtig erobert haben oder die noch so ein ganz großes offenes Feld sein könnte. Und ich meine ausdrücklich jetzt nicht so, man kann das an einem Wochenende lernen, so Wellness und Gong und Räucherstäbchen. Das meine ich alles nicht. Also ich meine schon was sehr Substanzielles. Und dass wir eben wegkommen davon, dass irgendwie dann so eine hübsche Anekdote rührselig zu finden, dass man es wirklich einfach praktisch nutzt. Dann würde ich nämlich auch gerne tatsächlich gleich an Irmgard übergeben und die Frage im großen Kontext auch nochmal stellen. Was kann die Musik und wo sind vielleicht auch die Grenzen? Ja, also ich wollte gerne bei Anna-Sophie Brüning einhaken. Die Musik hat ja wirklich therapeutische Funktionen. Das zeigt ja auch die Forschung, dass Menschen, die Barockmusik hören, irgendwie leistungsfähiger sind im Denken und Arbeiten, auch mehr Energie haben und längere Dauer sich konzentrieren können. Oder dass Frühchen im Brutkasten bei einer bestimmten Musikart einfach schneller gesund werden oder dass ihre Lungen sich schneller kräftigen und solche Dinge. Das sind alles Elemente, die kann man ja nicht von der Hand weisen. Und ich glaube, wir sind alle natürlich immer noch so unter diesem Aspekt. Musik wird pervertiert als Propagandainstrument. Und sehen das dann eher so unter dem Rubrum Schlachtenmusik oder Durchhaltemusik und so. Aber dass es eine therapeutische Wirkung hat, die man einsetzen könnte, da bin ich ganz bei Anna-Sophie. Also das sollte man wirklich mal sich überlegen, wie man tatsächlich in Krisensituationen da auch Menschen einen Support geben kann und eben auch Emotionen runterfahren kann, die dann ins Kippen kommen. Warum nicht Leute beschallen mit positiver Musik, die irgendwie auf Adrenalin sind und irgendwie von der anderen Seite hochgepusht werden? Ja? Also das fände ich eine sehr, sehr bedenkenswerte, einen sehr bedenkenswerten Aspekt. Hm.
Und könntest du vielleicht auch noch etwas sagen zu, oder ich fange mal anders an. Ich habe dich mehrmals gehört, dass du dich dafür eingesetzt hast, man darf nicht alle Brücken abbrechen. Auch nicht in einem Krieg und auch nicht in einem Konflikt. Ja. Und man muss Dialogkanäle aufrechterhalten. Und die Musik ist ja nun einer dieser Dialogkanäle. Wie entscheidet ihr denn, wo es noch sinnvoller Dialog ist und wo man vielleicht dann die Brücken doch abbrechen muss, weil es eben staatlich subventionierter, patriotischer Prozess ist? Also das ist ein ganz schwierige Frage im Grunde, denn letztlich ist im Moment alles eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Also da gibt es auch nicht 100% richtig und 100% falsch. Da ist eine Güterabwägung. Ja? Also wenn wir sagen, fördern wir ein Kulturprojekt, weil es irgendwie maßgeblich mit einer Institution, die eben auch von der Regierung eines Landes eingesetzt wird, also da müssen wir wirklich auch auf den Kontext gucken. Und in diesem Fall sind wir einfach ganz klar staatliche Institutionen im Moment nein und zivilgesellschaftliche Organisationen auf jeden Fall ja. Und denn wir müssen ja überlegen, es ist ja nicht ein ganzes Land zu verdammen, sondern eine politische Klasse und ein kleiner, letztlich eine kleine Gruppe, eine Kaste von Menschen, die sozusagen da das Sagen haben. Und für uns ist sehr wichtig, wenn wir uns gegen ein ganzes Land wenden, dann bestrafen wir alle die, die letztlich unsere Alliierten sein könnten, die also in dem eigenen Land hinwirken können auf eine Wende, auf eine Wandlung des Meinungsbildes. Natürlich, die ganzen propagandistischen Maßnahmen sind schon sehr vehement, die also gegen den Westen wettern und so weiter. Aber unsererseits haben wir natürlich auch dem was entgegenzusetzen. Wir haben Informationen, wir haben auch Menschen, die dort bewundert werden. Also ich kann nur jedem empfehlen, gucken Sie sich mal das Video an von Arnold Schwarzenegger, wie er sehr persönlich darstellt, dass ein bestimmter russischer Gewichtheber sein Kindheitsidol war. Ob es stimmt oder nicht, ist egal. Ja? Aber das spricht die Menschen an und das ist etwas, wo man Zugang hat. Und da ja Musik Emotionen anspricht, kann man eben auch überlegen, welche Musikstücke und welche Komponisten, welche Interpreten sind in einem bestimmten Land mit positiven Vibrations verknüpft und kann die dann eben auch ins Feld führen und sei es auch in subtiler Weise, dass man sie eben einsetzt und dann so als positive Erkennungsmarker dann auch nutzt. Und da würde ich gerne Carsten auch jetzt gleich dich mit reinbringen in diese Diskussion und der Frage, was kann, was sollte Musik eben auch in Krisenzeiten? Und vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen mehr darüber berichten und erzählen, wie ihr auch mit vielleicht Konfliktsituationen bei euch an der Hochschule umgeht, weil ihr ja nun Menschen auch zusammenbringt, die vielleicht nicht unbedingt vorher miteinander geredet hätten oder vielleicht nicht unbedingt immer konstruktiv miteinander umgegangen wären. Ja, das ist sicherlich, dass die eine Sache ist natürlich die Länder, aus denen unsere Studierenden zumal kommen, zu ungefähr 75%. Israel und Syrien haben nie einen Friedensvertrag unterschrieben. Technisch sind die im Kriegszustand und zwar irgendwie seit mittlerweile nach 50 Jahren. Und natürlich war es immer das Anliegen des Westens, denn die waren auch der Imam Said Akademie, einfach Leute ins Gespräch zu bringen. Und wir sind, glaube ich, extrem vorsichtig als Institution, aber das ist auch tatsächlich meine private feste Meinung, dass die Möglichkeiten der Musik da doch sehr begrenzt sind. Ja, also Fiedeln für den Frieden ist schön, aber das wird nicht funktionieren. Was möglicherweise funktioniert und was dann schon ein sehr hoher Anspruch wäre, wäre über irgendein
Tipp ein drittes. Menschen dazu zu bringen, sich zunächst mal zusammenzusetzen und irgendwas gemeinsam zu tun, in der Hoffnung, dass, wenn sie denn damit aufhören, möglicherweise eine gewisse Achtung da ist, die ein Gespräch überhaupt erst ermöglicht. Also wenn man halt vom am selben Notenpult irgendwie mal Beethovens 9. zusammengespielt hat oder ein relativ komplexes Stück der musikalischen Literatur, dann ist man vermutlich weniger geneigt dazu, den Nebenmann, die Nebenfrau abzutun, als irgendwie vollständig unzivilisierte Barbaren und was weiß ich, was da so an Vorurteilen im Raum steht. Und das ermöglicht es möglicherweise zumindest mal, die Narrative auszutauschen untereinander. Ob das sehr viel mehr bringt, das weiß ich nicht. Das ist, wir sind ja auch da im Feldversuch. Den Divan gibt es seit 99. Uns gibt es als Hochschule seit 2016. Da würde ich mal sagen, lassen wir noch ein paar Jahre ins Land gehen, was es denn wirklich bewirkt. Ich weiß, dass es individuell sehr viel bewirkt, bei vielen einzelnen Menschen, die halt durch solche Projekte durchgehen. Glauben wir damit, dass, weil wir das tun, der Frieden im Nahen Osten ausbricht? Das halte ich für unwahrscheinlich. Dito, natürlich jetzt in der ganzen Situation in der Ukraine, das geht uns schon nah. Wir haben eine Studierende, die eine ukrainische Mutter und einen palästinensischen Vater hat. Das ist gerade nicht so die optimale Kombination. Und natürlich gibt es bei uns in der Akademie gerade massive Debatten, nicht weil es keine Solidarität mit der Ukraine gäbe, sondern weil sich alle sagen, das ist interessant, als wir vor ein paar Jahren aus Syrien kamen, waren wir keine Kriegsflüchtlinge, was sich mit meinem Gefühl aus der Situation nicht notwendigerweise deckt, weil wir sind auch vor einem Krieg geflohen, hatten aber ganz andere Probleme, als wir ankamen. Da gibt es natürlich sofort so eine Debatte. Das Einzige, was Musik da machen kann, ist, diese Debatten zusammenzuführen, indem man immer wieder regelmäßig gezwungen ist, gemeinsam einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen und dann in den Pausen, im Nachher, im Zwischenmenschlichen, was da so drumherum entsteht, sich damit auseinandersetzt. Denn sehr viel mehr fände ich vermessen als Anspruch. Ja, realistische und ehrliche Einschätzung. Vielen Dank, Carsten. Friedrich, was können wir denn von Führung in der Musik lernen, was man übertragen kann auf andere Bereiche? Oder was könntest du aus anderen Bereichen für die Führung und Verantwortung in der Musik übertragen? Ja, es ist ja einmal eben, warum buchstabiert sich das für Führungskräfte unter Umständen anders? Und da sind wir bei einem Thema, was ja in den letzten Jahren sehr zugenommen hat, die Exemplarität. Wir erwarten von Führungskräften, dass sie exemplarisch handeln und exemplarisch für Dinge stehen. Und da hat es ja, das gilt nicht nur jetzt für Corona oder Ukraine, das gilt natürlich auch für Klimawandel und viele andere Themen, für soziale Ungleichheit. Da hat die Erwartung auch gerade gegenüber Führungskräften in der Industrie extrem zugenommen. Da kann man einmal drüber nachdenken, wie weit das gehen kann oder so. Aber sowohl offensichtlich jeder, der im Musikmanagement ist, und da ist ja Carsten sogar näher dran als ich, alles, was man im Moment tut, hat einen exemplarischen Charakter, weil man für die Institution und entscheidet für die gesamte Organisation und auch an dieser Exemplarität gemessen wird. Und damit setzen sich die Führungskräfte auseinander. Und da kommen wir an eine zweite Stelle hin. Wir sind sehr viel stärker in einem Zusammenhang, wo der eigene Wertegerüst und das individuelle Purpose, wofür stehe ich eigentlich, was kann ich vertreten? Und dann sagen, wie entweder harmonisiert das oder nicht mit meiner Rolle, eine Institution mit 120.000 Mitarbeitern zu führen. Also wie viel von mir selber kann, darf und muss ich einbringen? Und wo ist dem Grenzen gesetzt? Das ist ein Thema, was in der Führung heute eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und da schließt sich ein Kreis zur Musik oder auch zu anderen Kunstformen. Und auch dafür wird Musik eingesetzt. Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen üblichen Business-Entscheidungen. Die sind nämlich proportional. Man versucht, eine Proportion zu finden zwischen Aufwand und Ertrag, zwischen Kosten und Nutzen, zwischen unterschiedlichen Größenordnungen, während Kunst und Musik inhärent disproportional ist. Ich widme mein ganzes Leben dem, eine kleine
Verbesserung hin zu einer unglaublichen Exzellenz hinzukriegen. Das ist ein disproportionaler Einsatz. Und auch der Einsatz für die eigenen Werte ist kompromisslos und disproportional. Und das zu tun als Führungskraft, während man gleichzeitig in einer proportionalen Welt, wo die Shareholder Erträge haben wollen und dies und jenes, das beides zu verbinden, dazu wird auch zunehmend Musik eingesetzt, dass man sagt, wir verstehen jetzt, was Kompromisslosigkeit, was Disproportionalität heißt und wie wir das verbinden. Das sind so zwei Übertragungsebenen in die Führung. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Und ich hatte es jetzt versprochen, dass wir unsere Teilnehmer auch relativ schnell dann einbinden wollen. Und ich habe auch die erste Hand schon gesehen. Sehe ich jetzt gerade nicht mehr, aber Klaus hatte sich gemeldet. Klaus Wittmann. Und ich würde Klaus gerne das Wort geben, aber ich sehe und höre ihn nicht mehr. Vielleicht ist er auch in der Zwischenzeit tatsächlich raus. Da ist er aber noch stumm. Noch stumm, Klaus. Klaus, du müsstest bitte dein Mikro anmachen. Ich wollte nur sagen, entschuldige, ich bin jetzt gerade unterwegs, höre mit großem Interesse noch ein bisschen rein, aber bin kein guter Diskussionsteilnehmer mehr. Herzliche Grüße an alle. Ja, gar kein Problem. Ich sehe schon, du sitzt im Auto. Aber vielen Dank, dass du mit dazugekommen bist. Dann als kleine Erinnerung einfach die elektronische Hand heben, wer mit reinkommen möchte in die Diskussion. Oder in die Chatfunktion auch gerne schreiben. Dann würde ich sie euch auch dran nehmen. Solange das jetzt noch nicht der Fall ist, würde ich ganz gerne nochmal zurückkommen zu einem Thema, was wir ganz am Anfang auch angesprochen haben. Anna-Sophie, du hast am Anfang geschildert, du hattest das Gefühl, die Musik war nicht sonderlich systemrelevant und dass viel doch tatsächlich am Boden gelegen hat und dass es wirklich auch schwierig war. Also Musik hat nicht nur eine Rolle oder spielt nicht nur eine Rolle in Krisen, sondern Musik kann auch in der Krise sein und war ja auch in der Krise. Wie bist du damit selber umgegangen? Gerichtlichen Amtshandlungen. Klaus, jetzt müsstest du wiederum dein Mikro ausmachen, weil wir dich sonst hören und ansonsten machen wir dich. Ah, vielen Dank. Also ich hatte persönlich jetzt ein relatives Glück. Ich habe so einen Antrag gestellt und ich habe ein Stipendium bekommen und konnte in den ersten Monaten ein Stück schreiben und habe das genutzt, ein Stück zu schreiben über die Themen, die mich interessieren. Das ist ein Stück, was beim alten Pygmalion anfängt und dann über die Fragen Digitalisierung, also KI, wie weit nimmt uns KI jetzt eigentlich alles aus der Hand? KI kann jetzt nicht nur irgendwie Mathe, sondern auch noch malen wie Rembrandt und komponieren wie Beethoven. Was bleibt eigentlich für uns Menschen noch zu tun übrig? Und darüber habe ich ein Stück schreiben können, dank dieses Stipendiums und es auch zur Aufführung gebracht. So, von daher war ich jetzt persönlich, hatte was zu tun und habe das irgendwie sinnvoll nutzen können. Ich selber muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Mühe mit dieser Transferierung in die Online-Welt. Also ich habe selber relativ wenig da angeboten und auch wenig gehört. Für mich ist Musik eben auch immer ganz viel direkte Begegnung und Schweiß und im selben Raum sein und das wirklich erleben. Also ich habe insgesamt so ein bisschen Mühe, dass man sagt, ach naja, dann machen wir es jetzt alles online. Also das für mich, ich habe immer gemerkt, so man kann wunderbar Informationen tauschen, Besprechungen machen und so, aber dieses, was ich eigentlich als Erlebnis mit Musik verbinde, war für mich ein bisschen schwierig. Also ich bin da nicht so begeistert mitgegangen und habe immer gesucht nach Möglichkeiten, die es eben so Lücken sozusagen, die es noch gab. Ich habe dann hier vor den Altersheimen mit irgendwie so 15 jungen Blechbläsern haben wir dann immer bei Schnee und Kälte vor den Balkonen gestanden und so. Das fand ich irgendwie sinnvoller, dachte ich, da müssen die jetzt ihr Fenster nur aufmachen. Also ich habe eher so die Lücken gesucht, die sich sozusagen im analogen Leben noch gegeben oder haben finden lassen.
Das war für mich irgendwie interessanter, aber das ist wirklich auch nur meins. Also ich weiß, dass andere das unheimlich viel genutzt haben und auch ganz toll fanden. Und Carsten, wie seid ihr denn mit der Situation in der Krise umgegangen? Oder eure Studierenden und ja, also nicht so einfach. Na klar, für die Studierenden, da gibt es zwei Aspekte. Wir sind ja eine Hochschule und der Saal. Für die Studierenden war es natürlich extrem schwierig, dass zumindest in den Lockdown-Zeiten eigentlich ja gar kein gemeinsames Musizieren mehr möglich war, weil halt es keine Präsenzveranstaltung mehr gab für doch quasi das gesamte Sommersemester 2020. Das war mehr oder weniger traumatisch für viele, weil natürlich Leute Musik machen, nicht notwendigerweise immer mit dem Solisten, mit dem Solistenhut auf, sondern halt gemeinsam zusammenzuspielen. Bei uns ist Ensemblespiel ohnehin extrem wichtig und das war halt nur sehr eingeschränkt möglich. Das war schon schwierig, war zum Glück nicht allzu lang und wir haben dann letztlich auch nur das Orchester tatsächlich mal zurückgestellt, weil irgendwie 60 Leute in einem Raum zusammenzubringen ging halt für längere Zeit nicht. Aber wir haben in kleineren Besetzungen mit Schutz vor den üblichen Maßnahmen, da gab es dann ja auch Hygienekonzepte, darauf hat man sich eingestellt. Das hat irgendwie leidlich funktioniert. Und wir sind klein genug, dass wir halt auch nachverfolgen konnten, also im Rahmen des Hygienekonzepts und anders als die größeren Musikhochschulen eben nie ganz das Gebäude schließen mussten. Wir hatten immer unsere Probenräume auf, die Leute konnten halt weiter irgendwie ihre Instrumente bedienen, etc. unter nicht optimalen Bedingungen, aber immer noch leidlich gut. Im Saal war das natürlich schwieriger, im Saal hatten wir die ganzen üblichen Probleme. Und nun ist das weiß Irmgard Fellner ganz besonders gut natürlich, so, dass wir mit jedem Konzert, das wir spielen, Geld verlieren, weil wir natürlich zur geförderten, ja, also das sage ich ohne jede Scham, weil ich finde das richtig. Ne? Es gibt halt einen öffentlichen Kulturauftrag und dem kommen wir nach. Wir stellen dafür was zur Verfügung, dafür bekommen wir Geld. Aber deswegen war ironischerweise, waren die Zeiten des Lockdowns für uns gar nicht so problematisch, weil jedes Konzert, das wir weniger spielten, weil wir es nicht konnten, weil es eine gesetzliche Grundlage gab, die uns das verbat, erzeugte bei uns weniger Kosten. Und da wir halt dann doch bei allem, was man mal mehr machen könnte, wirklich sehr großzügig finanziert sind, war das finanziell für uns gar nicht so das große Problem. Wir haben eher den Diskurs gehabt, vor allem mit der BKM, wie schaffen wir es, dass wir unsere Künstler, auf die wir ja angewiesen sind, von denen wir wollen, dass sie auch weiterhin auch noch in 1, 2, 5 Jahren auf einer Bühne spielen können und nicht zwischendurch alle in die Bauindustrie abgewandert sind. Ja. Wir hätten gern, dass wir die unterstützen können. Das heißt, wir würden gern Ausfallhonorare zahlen. Das war ein extrem schwieriges, aus fördertechnischen Gründen jetzt vielleicht zu komplex werden, sehr schwierig für den Staat, diese Dinge direkt auszuschütten. Und wir haben dann tatsächlich in längeren Gesprächsrunden, aber in wirklich extrem kollegialer Zusammenarbeit auch mit den Kolleginnen und Kollegen bei der BKM, es geschafft halt irgendwie unsere Leute weiter zahlen zu können. Auch da ging es um Sachen wie das Einlasspersonal. Auf einmal, das sind ja alles Leute, die wir bezahlen, Dienstleister, auf die wir angewiesen sind, mit denen wir seit Jahren extrem gut zusammen und sehr eng zusammengearbeitet haben. Bühnentechniker, Tontechniker, die wir so anstellen. Also all die Infrastruktur, die man so braucht, damit das Konzertwesen funktioniert. Und dann noch natürlich die Musiker, dass wir denen zumindest Teile der vereinbarten Honorare auszahlen konnten, damit die Mieten irgendwie weiter begleichbar waren. Und das hat ehrlich gesagt ganz gut geklappt. Das gab natürlich anfangs, weil Friedrich hat es ganz zu Anfang gesagt, es war halt ein großer politischer und sozialer Feldversuch, diese Pandemie. Und anfangs gab es natürlich nicht so die wahnsinnig guten Rezepte, wie man darauf reagiert. Das ist überhaupt kein Vorwurf, weil die hatte niemand. Und wir haben das, glaube ich, und da geht es vielleicht auch ein bisschen um Führung. Die Frage ist, was heißt denn das eigentlich? Ja? Mit was geht man da in Führung? Unser Anspruch war, Führung heißt hier für uns zu gucken, dass wir für alle Beteiligten, systemrelevant, wie sie alle sind, irgendwie das so irgendwas herausholt, dass im Rahmen der öffentlichen Kulturförderung das weiter ein Lebensmodell bleibt, mit dem Leute auch irgendwie eine halbwegs bürgerliche Existenz hoffentlich aufbauen können. Und das waren produktive Gespräche, das war nicht immer einfach, aus allen möglichen Gründen, war aber auch letztlich, glaube ich, halbwegs erfolgreich. Ja. Und wir waren da auch da, wir sind halt ziemlich klein als Institution, wir sind
nur so größenordnungsmäßig. Wir haben 52 Planstellen, also wir sind so 60 ungefähr Personen, also Angestellte etc. Wir haben rund 70 Studierende und dann haben wir vielleicht noch so um die 50, 60 Lehrbeauftragte und dann Leute, die als Dienstleister dran sind. Wir können schneller reagieren als eine Oper, die halt riesig groß ist, die auch ganz andere bühnentechnische Abläufe hat, die viel komplexer und viel stärker und viel teurer sind. Sodass wir halt dann sagen konnten, okay, wir zahlen halt X. Das war halt das, man darf ja nur erbrachte Leistungen finanzieren vom Staat im Rahmen einer Förderung. Und dann war natürlich das erste Problem, das Konzert findet nicht statt, die Leistung ist nicht erbracht. Und dann haben wir halt argumentiert, naja, die Musiker haben das Stück eingeübt, sie haben die Logistik organisiert, es geht um Reise, es geht um ganz viele Dinge, die mit dem Stattfinden eines Konzerts auch zu tun haben. Die werden erbracht, auch wenn das Konzert dann Corona-bedingt abgesagt werden muss und die müssen wir irgendwie auch bezahlen. Und das haben wir gemacht. Ob das jetzt, das war jetzt nicht, dass wir da unglaublich die Speerspitze der Bewegung waren oder uns in ganz großer Weise in der Führung von Kultureinrichtungen da eingesetzt hätten. Das war für uns mehr eine Frage, uns gibt es nur als Saal, ja, weil wir in einem Netzwerk von Leuten, die uns allen unglaublich wichtig sind, uns bewegen, zu denen die Künstler gehören, zu denen all die anderen Gruppen gehören, die ich genannt habe. Und zu denen wollten wir loyal sein und dafür haben wir dann schon auch ein bisschen gekämpft. Nicht antagonistisch gegen BKM, weil die uns kein Geld geben wollten, sondern man hat halt irgendwie so gerungen, bis man einen Weg gefunden hat, in dem es für alle Beteiligten möglich war. Und das war eine eigentlich ganz, ganz positive Erfahrung. Das habe ich habe immer noch viele Freunde in New York, wenn sie in der Kulturszene in New York unterwegs waren, zu Hochgraden der Pandemie, das war sehr viel weniger spaßig, weil die eben gar kein Sicherheitsnetz hatten, wie wir das zum Glück zur Verfügung hatten. Ja. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne Katrin Brinkhoff mit reinholen. Katrin, du hast zwar auch in den Chat geschrieben, aber ich finde es immer schöner, wenn man sich dann auch nochmal sieht. Und auch dich würde ich bitten, das Mikro anzuschalten. Natürlich, I'm on you, das passiert uns ständig. Hallo, genau, ich habe eine Frage reingestellt an Friedrich Kuhn oder an alle, die das auch gern beantworten möchten oder können. Und zwar die Frage, welche Projekte gibt es denn rund um das Thema Führung und Einsatz von kreativen Methoden, Einsatz von Musik, Einsatz von Orchestern. Ich habe hier ein Beispiel reingeschrieben, gar nicht als Werbung, sondern weil ich das so spannend finde, dass es das gibt, Mike Schwalm in Berlin, bietet dieses Projekt Dirigieren und Führen an, wo dann wirklich Führungskräfte große Orchester dirigieren, so als Experiment. Das ist natürlich sehr, sehr kostspielig. Und ich frage mich manchmal, an welchen Stellen ist das auch so ein bisschen nahbarer Status, der Einsatz für Unternehmen? Und wo trauen sich Unternehmen wirklich innovative Projekte, die mit Kultur oder Musik zu tun haben, zu nutzen, weil sie glauben, dass das transformative Kraft hat? Und da würde mich interessieren, welche Best-Practice-Beispiele, heißt es ja immer so schön, es da gibt. Friedrich. Ja, gerne. Also kurze Antwort, ja, ich sehe das absolut zunehmend. Und zwar, weil aus meiner Sicht ja jetzt insbesondere für sozusagen die Spitze der Führungspyramide, der Zusammenhang ist dort, über dieses schöne Satz von be the change you want to see. Also die Tendenz, dass Führungskräfte immer mehr auch über sich selber wissen müssen und zwar ganzheitlich über sich selber verstehen können und wollen, damit sie überhaupt andere auf komplexen Veränderungsprozessen mitnehmen können. Und das ist so eine Bewegung weg von dem, was wir früher sagten, Führungskräfte nutzen ihr Gehirn und der ganze Rest der Körper ist das Brain Taxi sozusagen, um das Gehirn von einem Meetingraum zum nächsten zu bringen. Und davon wegzukommen und ein gesamtheitliches Verständnis von Körperlichkeit, Emotionalität und den Zusammenhang zwischen dem eigenen Wachstumsprozess und Führung, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und da wird Musik in ganz, ganz unterschiedlichen Facetten eingesetzt. Einmal als Sprache für Emotionalität, aber auch das selber Musik machen. Es gibt eine ganze Reihe von Formaten und Programmen. Sicher gibt es da auch Dinge, die dann eher wieder auf das Statusgehen einzahlen, wenn man sagt, da wird ein ganzes Orchester angeheuert, um einem die Erfahrung zu vermitteln.
Da sage ich aber umgekehrt ganz entspannt, die Musiker freuen sich drüber, das ist immer gutes Geld aus der Industrie. Aber das ist nur der kleinste Teil. Es gibt sehr viele ernsthafte Zusammenhänge, in denen Musik erleben zu einer Selbstverständlichkeit wird, um über sich selber und die Wirkung auf anderen in einer sehr breiteren Form nachzudenken. Interessant, danke. Und vielleicht darf ich auch was anfügen? Ja, genau, das wollte ich gerade drücken. Also es ist ja so beim Dirigieren, das ist so eine Form, dass man Führung so sehen kann. Ne? Man kann das ja normal ab. Also wir sehen ja jetzt nicht, wie Herr Siebert sein Institut führt oder wie Herr Scholz regiert, oder das sieht man ja nicht. Aber beim Dirigieren ist es eben so unheimlich augenscheinlich. Es gibt, kann es vielleicht sonst noch sagen, der Dompteur im Zirkus oder so. Aber wo sieht man Führung? Wenn man sich ein Ticket für Symphoniekonzert kauft, dann kann man das wirklich sehen. Ne? Und deswegen, das ist natürlich, ich mache auch manchmal solche Seminare mit Führungskräften und so. Das ist bestimmt, könnte ich mir denken, für jemanden, der das jetzt, das ist ein unheimliches Erlebnis. Ich mache so und 70 Leute setzen ein und dann kann ich da eine Erfahrung dran machen, die irgendwie interessant ist. Aber was eigentlich interessant daran ist, was du, Friedrich, gesagt hast, ist, dass der Hauptteil dieses Dirigierberufs ist ja das Zuhören. Und gar nicht das kann man ja in einer Woche lernen. Und dieses Zuhören als Führungskompetenz gerät ja oft so ein bisschen unter die Räder. Ne? Also eigentlich ist Dirigieren Zuhören, 90%. Und ich mache immer gerne damit auch so Experimente, also mit der Führung in der Musik. Also ich habe zum Beispiel neulich mal bei so einem Orchester, also es ist ja so, wenn das Orchester angefangen hat und das Tempo steht, dann kann man im Prinzip auch mal 5 Minuten rausgehen, dann spielt das Orchester eigentlich weiter. Ne? Und dann gibt es aber immer so Übergänge, die sind für uns so wichtig. Da lernt man im Studium das ganz wichtig, dann wo man quasi so das Schiff von einem Gewässer ins andere manövrieren muss, da sind wir also unheimlich wichtig. Und jetzt war so eine Stelle, so ein Übergang, da wird es vielleicht langsamer und kommt ein neues Tempo oder was weiß ich. Und dann habe ich also mir das Experiment geleistet und habe gesagt, ich bin draußen, machen Sie das mal alleine. Und dann war so ein Schock, ja, erstmal so ein Schock. Und dann merkte ich, die 5 Musiker, die das betraf, die guckten sich an, ja, hatten sich vielleicht 20 Jahre nicht angeguckt und waren erstmal so irritiert. Und dann haben wir das aber ein paar Mal gemacht und dann merkt man so, da werden dann wieder so Netze gesponnen, die man sozusagen abgegeben hat an diese Person da vorne, diese direkten Verbindungen. Ne? Und das und im Konzert waren sie alle selig natürlich, ne? Weil das hat auch mit dem Mut zu tun, also mit dem Vertrauen, dass ich dieses Experiment eingegangen bin und gesagt habe, das wird schon klappen. Und es hat dann auch geklappt. Man muss natürlich so einen Prozess begleiten. Also wir haben das dann wirklich auch geprobt. Ich habe gesagt, ich bin weg. Und dann war das wunderbar, ne? Aber das sind schöne Momente, wo man eigentlich merkt, wie viel, und auch mit diesen Managern, die das dann probieren, da mache ich oft die Erfahrung, dass die eigentlich merken, die Vorbereitung und die Verbindung, die man herstellt zu allen und das Einatmen und so weiter, dass alle im Sinn haben, das ist das Wichtige. Dieses so machen, dieses Führung als Vorwegmarschieren, das ist irgendwie out. Und Führung definiert als alle im Sinn haben und unheimlich hinhören und dafür sorgen, dass der Raum so gehalten ist, dass alle ihr Bestes geben können. Also das sind für mich irgendwie Führungsqualitäten, die ich gerne mehr so sehen würde. Es ist total spannend, wenn ich da reinspringen darf, Stormy. Denn so funktioniert ja auch das Führen in einer Krise. Dass man letztlich die Kolleginnen und Kollegen nicht sozusagen durchpeitscht, so jetzt wird alles so gemacht, wie ich will, sondern dass man eigentlich einen Rahmen und eine Struktur vorgibt und die anderen das machen lässt, was sie am besten können, wofür sie eingeteilt sind und wo sie auch Verantwortung übernehmen und wo sie auch einen viel besseren Überblick haben, weil sie viel, viel näher am Thema dran sind als die Führungskraft. Und dass letztlich die Führungskraft eigentlich zuhören, also sehen muss, wer braucht vielleicht jetzt ein gutes Wort oder einen Push oder mal einfach auch eine Aufmunterung oder eine Zusatzinformation, wem muss ich mit wem zusammenspannen, damit es weitergeht. Aber im Wesentlichen ist es wie beim Dirigieren. Ja? Also wenn das Ganze sich in Bewegung gesetzt hat, finden die Leute in ihre Rolle rein und dann hat auch die Krisenbewältigung einen gewissen Rhythmus.
Und der oder die Dirigentin, also Führungskraft, muss dann eingreifen, wenn es irgendwo an einen Übergang kommt, wo der Modus sich ändert, wo eine neue Teilkrise sich plötzlich auftut oder ein Problem, ein unlösbares, sich dann ins Blickfeld schiebt. Also insofern große Parallelismen. Ganz herzlichen Dank, dass du nochmal auch uns zurückgebracht hast zu dem Krisenpunkt. Ich würde gerne jetzt, und leider sehe ich nicht Ihren Namen und auch nicht ganz Ihr Gesicht genau. Aber ich würde Sie gerne noch in die Diskussion mit reinholen. Ja, genau. Hallo, mein Name ist Konstanze Schlieb. Ich bin aber hier irgendwie als Asia eingetaktet. Genau, ich arbeite ja einfach eben viel mit oder vorwiegend mit Künstlern der Improvisation. Da gab es auch vor ein paar Jahren eben auch das Thema der Improvisation, also dass zum Beispiel Thema Manager eben auch von Free Jazzern lernen könnten. Also ich bin eher in dem Bereich unterwegs. Also mein Beruf ist natürlich von daher auch damit zu tun, dass ich eben auch, wenn ich beispielsweise nach China fahre, muss ich natürlich auch genau schauen, wen kann ich überhaupt nach China bringen und wie geht das? Also da haben sich die politischen Bedingungen ja auch sehr verändert, also auch leider für die Kultur zum Negativen. Also die, sagen wir mal, die klassische Musik wird da eher noch als, ist da eigentlich, wird nicht politisch gesehen, sagen wir mal so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe da so ein Festival gegründet, wo vorwiegend Avantgarde-Musik oder Avantgarde-Jazz gespielt wird, Improvisation und so weiter, dann ist es immer ein bisschen problematischer. Also das heißt, ich konnte das jetzt zum Beispiel auch die letzten 2 Jahre gar nicht machen. Und es wird auch immer schwieriger, weil die politische Situation einfach momentan sich für mich eigentlich oder auch für alle Musiker verschlechtert. Und ich habe ja natürlich auch eine gewisse Verantwortung Musikern und Musikerinnen gegenüber, dass die einigermaßen sicher sind und auch die Bühne betreten dürfen und dann auch vielleicht, wenn sie wollen, später auch nochmal hin dürfen. Also das finde ich eigentlich immer, also für mich ist das auch immer viel Improvisation. Aber ich finde eben auch, ich kann als Musikmanagerin eigentlich nur Rahmenbedingungen vorgeben für Musikerinnen, wie sie sich zum Beispiel auch politisch verhalten wollen oder können. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Bandprojekt, die nächste Woche auf Tournee gehen sollen, aber einer der Musiker ist eben Ukrainer. Ich weiß bis heute nicht, kann er kommen oder nicht, weil er ist jetzt beim Militär. Also er spielt nicht mehr Bass, sondern er das sind natürlich eben auch mal Probleme, die dann auch die Band selber lösen müssen. Also weil ich kann eigentlich nur, wie gesagt, die Rahmenbedingungen geben. Ich kann sagen, wenn es geht, dann machen wir das. Wenn nicht, ich weiß es nicht, vielleicht geschieht ein Wunder. Aber das ist natürlich, das heißt aber eben, ich muss natürlich auch jetzt in diesen Krisenzeiten ganz anders agieren, als vielleicht jemand wie jetzt wieder Carsten, der sagen kann, okay, wir haben jetzt eine Struktur, das war natürlich jetzt für mich oder auch für alle Musiker und Musikerinnen, mit denen ich arbeite, anders. Ich würde da gerne eine Verbindung ziehen zwischen dem, was Anna, was Irmgard gesagt haben und Sie mit der Improvisation. Und das ist mit diesem Loslassen, mit dem Delegieren, mit dem Machen lassen. Und das ist für uns sehr, sehr interessant im Management, weil das löst bei vielen Führungskräften auch Angst aus und dieses Gefühl, was passiert denn dann eigentlich? What's the work? Ja, wenn ich das nicht mehr tue, was ist dann? Und den Leuten beizubringen, dass den Rahmen zu setzen, eine genauso präzise, wichtige und schwierige Arbeit ist und das durchzuhalten, das ist eben nicht loslassen, das ist ein Container bauen. Das ist für mich immer, Energie entsteht nur, wenn es Wände außenrum gibt. Also den Rahmen zu bauen, in dem etwas stattfindet, erfordert die gleiche Arbeit, die gleiche Präzision auf einem anderen Niveau und noch viel sophistizierter. Und das hat nichts mit loslassen oder dann passiert nichts mehr zu tun. Und das in der Führung beizubringen, ist momentan extrem spannend, aber auch extrem schwierig. Das ist bei Improvisation genauso. Genau. Friedrich, ich würde sagen, das Sicherheitsgefühl geben, das ist doch der Rahmen. Und das ist Gold wert.
Ja, aber das ist tatsächlich super spannend, gerade als Thema, weil das ist einerseits befreiend. Ich habe das tatsächlich auch durchaus als befreiend erlebt, nicht, dass wir vorher unglaublich bürokratisch gewesen wären und das jetzt nicht mehr sind oder so. Aber es ist tatsächlich großartig, Leute auch mal machen zu lassen. Das ist ein bisschen beunruhigend, aber sie sitzen halt eh alle dezentral im Homeoffice und das wird alles ganz schwierig. Ich kann es eh nicht mehr kontrollieren. Da muss man einfach Vertrauen haben. Das ist tatsächlich wichtig. Gleichzeitig heißt es natürlich auch, dass die Aufgabe ein bisschen anders wird. Man wird einfach sehr, sehr viel stärker eigentlich zum Kommunikator mehr als alles andere. Weil die ganzen vereinzelten Leute noch in Netzwerken zusammenzuhalten, das geht nur, wenn irgendwie zentral noch eine sinnvolle Kommunikation erfolgt. Weil es eben nicht mehr so ist, dass alle in die Mitte auf den Dirigenten starren können und der für alle gleichzeitig sichtbare Signale setzt. Das war wirklich aufwendig. Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit All-Staff-E-Mails verbracht, weil da die Kommunikation wirklich wichtig ist und auch die genaue Formulierung sehr wichtig ist. Aber gleichzeitig bin ich sehr viel glücklicher mit einer eher weniger hierarchischen und weniger gestuften Führungsweise. Das hat bei uns tatsächlich super funktioniert. Liegt sicherlich auch daran, dass Selbstausbeutung im Kulturbereich, die sind ja alle da, weil sie das machen wollen, was sie bei uns tun, sonst wären sie woanders und würden vermutlich mehr Geld verdienen. Das heißt, ich habe wunderbare Mitarbeiterinnen, die alle unglaublich motiviert sind und die man auch alleine lassen kann. Und die es toll finden, wenn man sie alleine lässt und nicht verängstigt sind, was in vielen Bereichen sicherlich auch der Fall ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob sich das so ganz auf die gesamte Corporate Culture überall übertragen lässt. Aber in diesen Bereichen ist es toll. Die Ergebnisse sind besser, weil die Leute sind ja schlau, sonst wären sie nicht bei uns. Wir sind leider jetzt auch schon am Ende unserer Diskussionsrunde angekommen. Und ich würde gerne mit einer Frage schließen, die wir immer stellen am Ende von den Veranstaltungen in dieser Serie. Und das ist die Frage nach, was macht gute Führung für euch aus? Was ist das Wichtigste an guter Führung? Und ich würde gerne beginnen mit Irmgard. Ja, das Befähigen, also das Vertrauen haben. Also ich muss dem anderen mein Vertrauen geben und dadurch stärke ich ihn und befähige ich ihn. Und dann bringt er die beste Leistung oder sie. Vielen Dank. Anna-Sophie. Könnte ich eigentlich jetzt genauso sagen wie Irmgard. Also es ist eigentlich eine transzendente Aufgabe, eine Bewusstseinsaufgabe. Und auch wenn Krisen sind oder so, dass man dann nicht zurück in dieses alte Feld, ich marschiere jetzt voran, ne? Sondern dass man einfach sagt, okay, da ist jetzt ein Prozess, durch den gehen wir durch, wird schon werden. Ne? Oder auch wie ich in ein Meeting gehe, ob ich mir vorher das alles nochmal durch den Kopf gehen lasse und die beste aller Möglichkeiten imaginiere, das hat alles eine Auswirkung. Ne? Also ja, es ist eine Bewusstseinsaufgabe für mich. Dankeschön, Friedrich. Ich schließe mich da an. Das ist das, auf der einen Seite das Zuhören. Anna, das fand ich vorher sehr schön formuliert, das genaue Zuhören und gleichzeitig die Verantwortung zu übernehmen, den Rahmen zu gestalten. Das ist nicht laissez-faire, sondern das ist diese genaue, die Kompromisslosigkeit darin, den Rahmen so zu setzen, dass in dem Rahmen Freiheit stattfindet. Last but not least, Carsten. Ich würde euch jetzt allen gern wirklich widersprechen mit einer interessanteren These, aber nein, mir fällt keiner ein. Das stimmt ja, glaube ich. Vielleicht noch als Facette hinzufügen kann man, ich glaube, Führung funktioniert mehr über tatsächlich persönliche Glaubwürdigkeit. Nehmen mir die Leute das ab, was ich von ihnen will und kommuniziere ich ihnen klar, was ich will und stelle mich möglicherweise auch in Frage, ob das richtig ist. Wenn man das tut, dann kommt möglicherweise nicht das bei raus, was man sich eigentlich vorgestellt hätte, aber es kommt immer was Sinnvolles irgendwie am Ende dabei raus. Also Glaubwürdigkeit, das hat was mit Authentizität zu tun, das hat aber auch einfach was mit dem Vertrauen zu tun, gegebenenfalls auch zu sagen, stimmt, ihr habt recht und das ist viel besser als das, was ich eigentlich von euch wollte.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand, das war eine wunderbare Diskussionsrunde, aus der ich ja viel mitgenommen habe. Unter anderem werde ich bei unserem nächsten Zoom-Meeting auch einmal das probieren, uneingeübt, was Anna-Sophie beschrieben hat. Einfach mal 5 Minuten rausgehen und gucken, was passiert. Und ich bin mir sicher, naja, also mit euch 4 Panelisten wäre das überhaupt gar kein Problem gewesen. Ihr hättet das wunderbar auch weitergemacht, ein so tolles eingespieltes Team, wie ihr habt. Aber ich muss auch sagen, mein Team von zu Hause, mein Essen-Team ist auch ganz toll. Vielen Dank, dass ihr euch so super gekümmert habt um die Veranstaltung. Das ist Alexandra, vielleicht winkst du auch einmal, damit man dich sieht. Marlies. Und Emily, die 3 waren im Driver-Seat und auch die 3 Damen hätten das locker geschafft, wenn ich mal 5 Minuten weg gewesen wäre. Vielen, vielen Dank an euch alle. Es war eine tolle Diskussionsrunde und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Habt einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend.